Hallo und herzlich willkommen wieder bei EP13 in Wolles Bastelstube. So, wir waren letztes Mal so weit, dass wir gesagt haben, okay, das funktioniert hier mit unseren Bustaschen. Und wir gehen jetzt nach links weiter rüber und wollen hier unsere erste T-Kreuzung machen. Das heißt natürlich wieder, wir müssen hier erstmal ein bisschen rumbasteln, rumzirkulieren wieder, dass wir natürlich in der T-Kreuzung, das soll hier auch zweispurig nachher weitergehen, dass wir da natürlich denn das alles akkurat genauso hingebastelt haben wie hier. Wir haben es ja nur so weit gemacht, dass wir hier auch Tatsache den Winkel auf 0 haben. Also dürfte das kein Problem sein. So, diese Wege, die sind hier 5 Meter breit. Das heißt also, wir versuchen den Winkel auch so zu halten, dass die 5 Meter Breite eingehalten wird. Und dadurch könnte man nämlich fast eine akkurate Ecke hier hinbekommen. Nehmen wir einfach mal diese Teil gleich hier zu und sagen jetzt erstmal Objekteigenschaften, Länge 5 Meter. Und wir nehmen hier einen Winkel von 90 Grad. So, und ihr seht, das müsste eine ganz korrekte Ecke nachher abgeben. Ja. So, dass wir den richtig anschließen können, werden wir natürlich den gleich so ein bisschen drehen hier. Und ziehen den, ups, der zeigt natürlich Müll gebaut hier. So, und jetzt ziehen wir den auch gleich mal hier runter, um den anzuschließen. Und der ist natürlich ganz genau falsch rum. Wir brauchen ja hier einen Winkel von minus 90. Ja, das bringe ich jedes Mal hier so ein bisschen durcheinander. Zack, und jetzt stimmt das nämlich. Sagen wir einfach nur, wir wollen den Teil mal so ein bisschen drehen hier. Und schon hängt der korrekt dran. So, wir könnten so ja noch ein bisschen genauer sind. Wir probieren das einfach mal und sagen mal, der Winkel bleibt natürlich bestehen von 90 Grad und wir probieren es mal mit 4,50. Ja, weil der ja ein bisschen weiter vorsteht, also 4,5. Und wir können sie ja noch ein bisschen weiter runter gehen. Wir probieren es mal mit 4 Meter und schon hätten wir hier eine richtige schöne, akkurate Ecke. Mal gucken. Vielleicht haben wir ja Glück. Und ja, so können wir mit leben. Denn wenn wir jetzt nämlich das nächste Stück hier anschließen, passt mal auf, werden wir mal gleich machen hier. Ich nehme mir einfach mal das Teil, Steuerung C, kopiere mir das. Dann drehen wir das mal so ein bisschen um hier. So lang müssen wir, dass die Böhrerstechkante hier vorne ist. Wenn wir uns das jetzt hier annehmen, gehen wir jetzt hier raus, haben wir hier eine wunderbare, schöne Ecke drin. Ja, und das ist eigentlich, kann man so lassen, kann ich mit leben, ja, dass da die Kurve so ein bisschen rund gepflastert ist. Ja. Das spielt aber keine Rolle. Wunderbar. So, zu dem Teil. Wir brauchen ja wieder dieselbe Breite, die wir hier auch brauchen. Wenn wir das hier anlegen und sagen jetzt, ach nee, das müssen wir natürlich im 2D machen, weil das kriegen wir hier nicht hin. So, ein Stück tiefer hier. Da haben wir unsere Ecke. So, Straßen einstellen, das drin. Und hier sagen wir jetzt auf der linken Seite umkehren und auf 22 Meter Breite legen. Und der müsste ganz korrekt hier nämlich parallel sitzen. Und jetzt haben wir auch kein Problem mehr, dass wir die nächste Ecke nämlich hier ran machen können. Ja, das machen wir jetzt gleich wieder im 3D-Modus. Da brauchen wir jetzt keine Maße mehr einzustellen. Wir sagen einfach hier eine Kopie davon. Schmeißen die hier hin. Dann drehe ich das Teil einfach ein bisschen rum. Und schiebe das dran.
Und wenn wir jetzt noch eine Kopie hiervon nehmen, ich schmeiß die dahin und zieh mir die dann natürlich ran. Zack, nimm das letzte Teil hier, dock das hier an und wir haben hier eine ganz akkurate T-Kreuzung. Wir nehmen uns gleich mal unseren Pinsel. Für Straße. Ja. So, da haben wir ihn. Das ist die dunkle Teerstraße hier. Und wir werden das Ding gleich einpinseln. Ja, ihr seht, wir können ruhig schön sauber hier drunter gehen. Und es kommt kaum auf der anderen Seite vor. Und wir haben hier unsere richtige schicke T-Kreuzung. So, es kommt jetzt natürlich nur noch darauf an, dass wir da natürlich akkurat denn unsere Buschspur auch drin verlegen. Und das werden wir gleich machen. Und da brauchen wir uns auch keine größeren Gedanken erstmal machen, zumindest nicht für den Teil, der jetzt hier gerade ausführt. So, okay, die Spur. Das ist die äußere. Wir gehen jetzt einfach, wir haben das glaube ich noch auf 10 Meter hier. Ja, haben wir noch auf 10 Meter. Da steht der Bus drauf, können wir trotzdem machen. Verlängerung am Ende einfügen, ja. Die nehmen wir hier auch nochmal. Mal gucken, vielleicht haben wir Glück und das passt gerade gut hier. Die nehmen wir auch nochmal. So. Jetzt nehmen wir noch ein Stücke. Und sagen aber zu dem Stücke mal, wir lassen mal diese Länge von 10 Meter und sagen mal hier minus 90. So. Das würde heißen, wenn wir jetzt hier anschließen, und da werden wir es gleich sehen, dann muss ja auch wieder ziemlich dicht am Bürgersteig ran. Ich glaube, das wird jetzt ein bisschen zu weit noch sein, aber das werden wir gleich sehen. Wir nehmen uns einfach mal so ein Teil hier raus und packen das mal hier ran. So, nehmen wir mal den auch gleich dazu hier noch. Okay, jetzt nehmen wir uns einfach mal einen Bus, legen den hier auf, gucken mal, ja, ist ein bisschen zu weit hier noch. Ja, also sagen wir mal einen halben Meter oder einen Meter noch kürzen, dann könnte das hinkommen. Wir schmeißen den Bus mal wieder runter, nehmen jetzt einfach mal nur das Teil komplett raus hier. Und sagen hierzu, den werden wir auch mal kurz wegschieben. Und immer die Teile nehmen hier, wo der Anfang ist, dann bleiben wir wenigstens auch immer schön gerade. So, und aus dem Teil sagen wir einfach nur, nicht 10 Meter, sondern wir gehen mal auf, erstmal vorsichtig auf 9,50 Meter. Okay, jetzt docken wir den einfach wieder an. So, damit der hier nicht jetzt schief andockt, müssen wir den auch erstmal so ein bisschen noch beiseite schieben hier. So, jetzt nehmen wir den, docken den wieder da an. Jetzt können wir den auch annehmen. Und nehmen einfach mal wieder unseren Bus. Und mal gucken, ob wir damit leben können. Der ist circa so weit entfernt und der steht hier. Naja, ein bisschen müssten wir, aber eigentlich sollte es reichen. Es ist fast derselbe Abstand hier, ein bisschen, doch ein bisschen enger sollten wir noch mit ran. So, was haben wir? Wir probieren es mal mit 9 Meter. Dann sollte das eigentlich klappen. So, wir schieben uns die mal kurz wieder raus hier.
dass wir ohne Probleme wieder andocken können. Dann den zur anderen Seite hier, den wir weiter hier hin, da kann er ruhig erstmal ran da. Und hier zu dem sagen wir mal 9 Meter. Dann kann natürlich sein, dass wir jetzt wieder ein bisschen zur Fülle wegkamen, aber so gut, dann können wir wieder ran. Uiuiuiui. Na, ich will ihn doch nicht kippen hier. Ja, ja, natürlich. Klar, machen wir dem so. Okay. So, einmal dran. Zweimal. Und den wieder nach oben. Dreier. Bussin um. Dran da. Und dann mal gucken jetzt. Ja, so passt es. So sitzt er prima. Das kann man so lassen, auf jeden Fall. Ein bisschen mal vorschieben, dann sehen wir besser. Ja, da sitzt er gut. Was wollen wir mehr? Was wollen wir mehr? Gut, Busspur 1 mit einem Abbieger ist bereits schon drin. Jetzt brauchen wir uns hier überhaupt keine Birne mehr zu machen. Denn wir haben ja hier bereits das Teil schon zu liegen. Und wenn wir jetzt hier rangehen, Quatsch hier, sagen wir an diesem Teil einfach mal vorwärts gehen, aber nicht umkehren, sondern einfach nur vorwärts gehen, dann packt er uns tatsächlich hier auf den Teil hin. Und damit ist doch eigentlich schon die Sache erledigt. Wir sagen zu diesem Teil nur noch, umwandeln in 2 Wegeweiche, zack, und damit ist hier die Weiche schon fertig. Alles erledigt. Hier kannst du natürlich weiter geradeaus gehen. Hier müssen wir natürlich die Gegenstücke machen, denn von dieser Fahrbahn kommt aber noch. So, jetzt machen wir dasselbe Theater wie von dieser. Das heißt also, wir brauchen jetzt hier eine Parallelverbindung hin. Das machen wir aber erstmal wieder hier drin. So, und zwar die zweite Busspur. Die fehlt uns nämlich noch hier vorne. Ja, auch erstmal wieder verlängern. Ja, und der geht schon bis dahin. So, hier endet die Spur hier. Ja, da werden wir mal in diese Teil hier bis dahin ziehen. Und ein Stück weiter mal ziehen. Und jetzt sage ich einfach zu dieser gebogenen. Zu der hier. Sage ich einfach mal links daneben. Wo ist denn der jetzt hin? Ach so, 22 Meter. Nee, das wollen wir natürlich nicht. Dieser Abstand, der hier zwischen sein wird, was wird das sein? Da muss man jetzt wieder so ein bisschen schätzen, glaube ich. Ja? Was wird das sein? 3 Meter? Machen wir das einfach mal auf 3 Meter. Hauptsache, der kommt erstmal ungefähr hin. Nicht 22, sondern 3 Meter. Angeklickt. Und ich glaube, das war so ja fast schon ein Volltreffer. Das geht da nur noch ein paar Millimeter her. Also, das könnte schon mal hinkommen. So, und das gucken wir uns am besten mal an. Hier haben wir jetzt nämlich die Verlängerungspfeile. Die können wir jetzt hier schön sehen. Da sehen wir so einen kleinen Versatz noch. Wenn wir das jetzt nehmen und packen ganz genau die Linie, dass die Bahnlinien übereinander sind hier, dann haben wir eigentlich schon die Miete so weit drin. Und dann stimmt dieser Abstand, der müsste dann hinkommen. So, das heißt, wir werden jetzt hier einfach mal eine Verlängerung erstmal machen. Quatsch.
eine Verlängerung und die den Kürzen natürlich. Verlängerung am Ende und das den Kürzen wir jetzt hier erstmal. Ist egal, wie kurz wir das machen. Wir brauchen hier nicht mit Maßen einnehmen, sondern wir machen es einfach. Fassen hier vorne an, dann bleibt es nämlich schön parallel, schön gerade. Klick und schon ist er hier eingehakt. Wunderbar. Wir werden uns hier den Timer nehmen. Setzen das hier an. Ich hasse das manchmal hier jetzt. Oh Mann, ja. Na, dann leck mich doch, ja. Dann machen wir den doch wieder so. So. Okay. Jetzt. Randa. Die Abstände sind jetzt ganz nur dieselben wie hier. Eins, was wir jetzt hier noch brauchen, ist von dem eine Verlängerung. Machen wir vorwärts. Und aus dem Teil da oben machen wir eine Zwei-Wege-Weiche. Zack. Den nochmal verlängern, der kommt ja hoffentlich. Na, jetzt wird spannend hier an den richtigen, an das richtige Teil rumzukommen hier. So kann man jetzt nicht. Jetzt haben wir. So, dass der hier nicht aus Versehen ankoppelt, sagen wir mal einfach nur, ja, das ist ja nur so ein kleiner, dürfte eigentlich nicht passieren, vorwärts. Ja, reicht schon aus. Ne, das reicht uns ja schon aus. Und nachher, wenn wir eine Spur erstmal gemacht haben, dann können wir auch den noch weiter rumziehen. So, dann gucken wir mal hier, verlängern hier auch nochmal. Könnten hier eigentlich sagen, weil ja ab hier jetzt die Spur sowieso hier geradeaus weitergeht, dass wir hier jetzt sagen, Objekteigenschaften, nicht nur 10 Meter, sondern wir knallen dann einfach wieder auf 60 Meter. Damit ist er durchgezogen und das könnten wir jetzt natürlich auch bei dem machen. Ja, erstmal komm mal weg hier. So, und das machen wir auch bei dem, dass wir hier auch sagen, erstmal auf 60 Meter. So, und damit haben wir hier eine wunderbare, schöne, saubere Kreuzung drin. Schöne saubere T-Kreuzung. Das werden wir natürlich dann mit diesen Fahrspuren hier noch genauso machen. So, zu überlegen wäre jetzt natürlich, ob wir auch noch zusätzlich eine Abbiegespur von hier aus machen und weiß ich was alles. Weiß ich noch nicht. Ich werde erstmal nur diese einige lassen, obwohl das denn eigentlich nachher hier auch kein Problem mehr wäre. Ich hatte auch erst überlegt, dass ich sage, okay, ich will hier nur von einer Spur abbiegen, aber es ist vielleicht interessanter, dass wir auch hier von beide Spuren abbiegen können. Dann hätten wir hier eine Fahrspur draus machen müssen, aber lassen wir das erstmal so. Zumindest können wir jetzt beide Spuren rechts abbiegen, beide Spuren auch geradeaus fahren. Mal nur mal zusehen, wie wir das nachher mit der Ampelschaltung machen. Ja, das wird dann auch noch eine sehr interessante Geschichte hier. Und ich werde es aber höchstwahrscheinlich so machen, dass ich Busspuren, dass die rechts abbiegen hier oder eine Busroute hier rechts abbiegt, andere Busroute bleibt in dieser Spur, fährt aber geradeaus. Wie ich das hier mache, weiß ich dann auch noch nicht. Werden wir gucken. Dann lassen wir uns auch was einfallen. Das kann nicht allzu schwer sein. Ja. So, und damit haben wir diese Sache erstmal. Jetzt müssen wir natürlich die Gegenspur haben, dass was von hier kommt, dass die dann auch hier rauf kommen. Das heißt also für uns erst wieder, wir brauchen den Abstand wieder, dieser einzelnen Busspur. Und da machen wir jetzt einfach mal, ja, gehen wir hier rein, am besten und sagen von dieser letzten Spur, natürlich
links davon und wir bleiben mal bei 3 Meter. Ach nee, die liegt ja ziemlich dicht an. Mal gucken hier, ja, die liegt sehr dicht an. Dann machen wir mal 1 Meter nur. Also das, umkehren auf 1 Meter. Und okay, ach, und umkehren 1 Meter. So, die haben wir dran. Ich hoffe, die hat nicht eingehakt da, sieht nicht so aus. Wir werden mal, ich mach mal nochmal rückgängig, wir werden mal vor die Server die zweite Spur hier nochmal verlängern. Nicht, dass der aus Versehen hier hinten einklingt. Und hier sagen wir dann einfach vorwärts. So, und das können wir hier sagen, links davon, umkehren, 1 Meter. Sagt, das könnte vielleicht hinkommen. Wenn wir einfach mal schauen hier. 1 Meter. Das sieht fast so aus. Ne? Könnte klappen. Werden wir ausprobieren. So, und wir haben ja den anderen, und das hat ja auch fast geklappt, mit 3 Meter gehabt. Ne? Also, wenn wir mal gucken, 3 Meter. Das heißt also, von dem war das jetzt. Wir wollten doch hier. Halt mal, hier stimmt noch was nicht. Ach, das war der falsche. Schon richtig. Der liegt nämlich da runter. Das ist dann, muss man aufpassen hier. Kommen wir jetzt da ran. Ja, das ist er hier. So, und dann brauchen wir natürlich rechts davon. Sagen 3 Meter. Und nehmen die Umkehrung raus. Zack. Das sieht ein bisschen enger aus. Den müssen wir bestimmt noch weiter rüber schieben. Das reicht nicht. Das wird ein bisschen eng. Wir nehmen mal den. Steuerung C. Auf die Spur aufsetzen. Der geht schon bis dahin. Und dann nehmen wir mal nochmal und setzen ihn auf die Spur auf. Und wie eng stehen die? Ja, ein bisschen. Hier ist noch Platz. Ja, dann brauchen wir die nicht so eng gedrängen. Würde zwar gehen jetzt noch im ersten Moment, aber ich würde sagen, nee, so lassen wir es nicht. Schmeißen den nochmal runter. Nehmen unser Teil. Und ich schiebe den jetzt mit der ganzen Sache hier hinten. So, das dürfte jetzt aber passen. Probieren wir es nochmal. Setzen den hier auf. Und das sieht besser aus. Die haben genügend Platz. Wir setzen mal eh noch hier hin. Dann sehen wir auch gleich hier die Abstände. Das passt und eh noch daneben. Und der passt auch. Mal ein bisschen vorgeschoben hier, dass wir das am Bürgersteig noch sehen hier. Und hier zwischen. Ja, das ist ein bisschen enger hier. Ne? Die küssen sich an den Spiegeln. Die küssen sich an den Spiegeln. Na gut, wenn wir hier, wenn wir das als Busspur lassen, sowieso. Naja, das wäre das vielleicht noch einen Millimeter rüber. Das würde heißen, wir müssten hier die Weiche ein bisschen verlängern noch. Nicht Fülle. Das werden wir aber trotzdem mal machen. Ja, wenn wir jetzt schon mit bei sind, dann wollen wir doch ordentlich machen. Also, wir nehmen diese Teile erstmal einfach wieder kurz raus. Schieben wir aber gerade weg. Das können wir wunderbar hier mitmachen. Okay. Dann nehmen wir das Teil. Und schieben das mal auch hier ein bisschen weiter weg. Der soll hier nirgendwo andocken. Jetzt hat er irgendwo angedockt, na klar.
War nochmal rückgängig, ja. Dann stehen wir neben zur anderen Seite. Okay, nehmen den hier, schieben den einfach mal hier hin. Kann er nicht andocken. So, das war hier und die Weiche ist das nämlich hier. Ja? Das wäre die, das wäre die, das ist die Weiche. Und die machen wir ein klein bisschen weiter. Das heißt, hier werden wir die Bindteile Stücke noch weiter vorschieben. Und kann da ruhig ran. Und hier sagen wir eben anderes Maß. Ruhiger See. Gut. Den wollten wir natürlich nicht, ja. Wir wollten eher den haben. Okay, der hat eine Länge von 5, sagen wir mal von 6, 20. Probieren wir mal. Klinken den jetzt einfach mal wieder rein. Erstmal den rein klinken wir. Einmal. Zweimal. Und wo ist er? Dreimal. Haben wir aber leider den da dran. Das heißt, der muss dann auch noch mal weiter weg hier. Ja. Kleben ein bisschen rüber hier. Na. Achso, da steht der Bus drauf, deshalb, ja. So. Klein bisschen rüber muss der. Der gehört nämlich dahin. Der wird jetzt andocken, also müssen wir ihn erstmal hier wegnehmen. Oh, 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 das ist zu dicht dran. So. Nehmen wir erstmal den. Den dran haben. Warum dreht der weg hier hinten jetzt? Ach so. Ja, ist klar. Und nochmal rückgängig hier. Hier hat sich jetzt der Winkel verändert, weil der nämlich an den zweiten angedockt hat. Genau, haben wir da geahnt. Und wir machen hier natürlich wieder den Winkel mit 90 draus. So, das heißt, der muss hier ran. Da oben hängt er auch noch. Die werden wir mal auch beiseite rücken hier. Dann zieht er da wieder ran hier. Da soll er ja nicht ran. Und hier werden wir dazwischen schieben. Gut. So, das war jetzt die, führt nach oben, genau, daran. Und jetzt können wir die nehmen, können die daran schieben. Jetzt können wir die nehmen, halt erstmal, denke mal, die werden wir jetzt auch noch ein bisschen versetzen müssen. Aber vorher den noch ein bisschen weiter weg hier. So, ein paar Zentimeter nur, das sollte ausreichen. Und der kommt jetzt daneben. So, ja, das ist ein bisschen zu dicht hier. So sollte es passen. Wenn nicht, kann man immer noch ein Stück weiter rüber setzen. So. Der ist das. Der ist da dran. Da dran. Und da dran. Und es passt. Genau. Hier ist genügend Platz. So, hier zwischen. Dürfte auch genügend Platz sein. Schieben wir mal ein Stück weiter nach hinten, dann sehen wir, ob sich die Spiegel hier küssen. Ne, ist Platz. Das passt. Und hier ist auch genügend Platz. Gucken wir da auch mal nach.
Und hier passiert auch nichts, die rammen sich auch nicht gegenseitig. Gut, damit haben wir die Bienen auch fertig und als nächstes werden wir uns dann beim nächsten Video die Verbindung nach hier oben machen. Und damit verabschiede ich mich für heute. Tschüss, euer Wolle158. Bye bye.